Einen schönen guten Morgen aus Kribi. Ja, ich bin jetzt endlich angekommen. So verschlafen, wie die Linse rausguckt. So verschlafen bin ich jetzt aber auch. Ja, das ist also mein Strand, an dem ich gerne bin. Ich genieße jetzt hier gerade meinen Morgenkaffee. Bon année heißt das übrigens, frohes neues Jahr. Das wünsche ich euch auch. Ich habe tatsächlich wieder eine Kalabut bekommen. Damit habe ich nicht gerechnet, aber toll. Ja. Es hat sich nicht viel verändert in den 3 Jahren. Es ist nur ein Betonbau dazugekommen. Ansonsten, ich gebe mir mal Mühe, hier so einen kleinen Rundumblick zu machen. Ja, und da sehen wir auch schon, das neue Zeitalter ist gekommen mit Dachterrasse und Verglasung, die bis auf den Fußboden geht. Sexy. Ja, sexy finde ich aber auch das hier. Das sind die Colorwoods. Das ist die, in der ich vor 3 Jahren war und das ist jetzt die, wo die Tür offen steht. Da bin ich also zu Hause. Ja, gehen wir doch mal in die Colorboot rein, schauen mal, wie es dort ausschaut. Das ist also nichts anderes als ein genagelter Raum mit einem Bett da drin. Dann haben wir eine Steckdose, ganz wichtig, um die ganzen Gadgets aufzuladen, die wir haben. Ja, das war es auch schon. Ne? Und letztendlich, so richtig Fenster oder so gibt es nicht. Das ist hier eine Verlattung. Das ist alles luftig. Da können dann auch die Sachen getrocknet werden. Ja, das ist es. Das ist Emil und Emilien. So, und meine Sanili, die ist also jetzt hier, wartet darauf, wieder gepflegt zu werden, hat einiges jetzt erfahren in den letzten 2 Tagen. Ja, ich hoffe, dass es noch lange läuft und nicht irgendwann mal so ausschaut wie dieses Bike und das Zeitliche segnet. Hier, das kennt ihr ja. Ja, und dann haben wir hier weiß markiert die Toilette da oben. Zack, da. Toilette und Dusche, sehr sauber. Ja, und Emil und Emilien haben sich entschließen können zu heiraten. Und dieses Video habe ich mir gestern so ungefähr 3, 3,5 Stunden angeguckt. Ja, ein Wermutstropfen ist mir hier gestern erfahren. Das hat mir auch so ein bisschen die Feierlaune genommen. Der Fischer, mit dem ich mich angefreundet habe, der ist plötzlich und unerwartet verstorben. Kleine Geschichte am Rande. Er war Single und ich habe ihn versucht, mit einer Freundin von mir zu verkuppeln, was leider nicht funktionierte. Trotzdem hat er spät eine Partnerin gefunden. Wenn ich jetzt genau nachrechne, hat diese Partnerschaft genau 1,5 Jahre gehalten.
tragisch, schade eigentlich. Jetzt hat das hinter sich. Er hat hart gearbeitet, viel gearbeitet. Ich habe ihn ja ein Stück weit mit der Kamera begleiten können. Und in genau einem von diesen Booten hat er, mit einem von diesen Bootstypen hat er gearbeitet. Sein Boot ist von seinem Sohn abgeholt worden. Ja, also es gibt jetzt nichts mehr Großartiges, was mich an diesem Strand an ihn erinnert, außer der komplette Strand, die Wellen und das Motorengeräusch. Ich will nicht allzu sehr Sentimentalitäten abschweifen. Ja. Der Atlantische Ozean. Auf der anderen Seite kann ich ja mal gucken, was da ist auf der Karte. Ich würde mal so schätzen, South Carolina. Tja. Wie gesagt, dann wünsche ich euch alles Gute, Bonne année aus Kribi, Kamerun, Zentralafrika.